Moin Moin, ich bin Tarek und heute geht's bei mir um Hokkaido-Kürbis. Aber ich mache keine Suppe, sondern ich mache ein Püree. Also nicht mit Curry oder Co., sondern einfach lecker aus dem Ofen. Und dazu gibt's Garnelen-Tempura und eine Soja-Vinaigrette. Schaut's euch an, ist easy, gut zum Nachmachen. Und ich fange jetzt an mit dem Kürbis, weil der Kürbis braucht im Ofen ein bisschen länger. Und dafür nehme ich hier so ein Hokkaido und schneide einfach erstmal die beiden Spitzen ab. Halbiere den mit so einem kleinen Löffel. Einfach mal rein und die Kerne auskratzen. Hokkaido ist ja der Kürbis für die Faulen, ne? Weil man die Schale mitessen kann. Den jetzt in grobe Stücke schneiden. Einfach Backblech, Backpapier drauf und dann den Kürbis drauf. Und jetzt einfach ein bisschen salzen und ruhig schon mal ein bisschen Pfeffer. Olivenöl. Und dann kommt da gleich Ingwer mit drauf. Sagen wir so 3-4 Scheiben, feine Würfel davon bei der Menge Kürbis. Und jetzt noch ein bisschen Knoblauch. Und hier so ein kleiner Kumpel, Chili. Das Ganze jetzt schön durchmengen, die Gewürze schön einmassieren und ab in den Ofen, 160 Grad, so 25, 35 Minuten. Also je nach Größe immer so ein bisschen auf die Garzeit achten. So, und jetzt mache ich einen Tempura-Teig. Aber es ist so ein bisschen, das was ich mache, ist so ein bisschen Tempura-Teig auf Deutsch. In Asien wird man mich dafür wahrscheinlich lynchen. Ich habe einmal Mehl und Stärke. Und dann gebe ich ihm ein bisschen Backpulver mit dazu, eine Prise Salz. Und der Clou dabei ist, der Teig muss kalt sein. Deswegen habe ich jetzt Wasser schon mal kalt gestellt und mache hier ganz kaltes Wasser rein. So, jetzt noch ein Ei rein. Und richtig schön verquirlen. Den stelle ich jetzt auch kalt, bis ich anfange auszubacken. Und in der Zwischenzeit mache ich jetzt schon mal die Soja-Vinaigrette. Schalotten einfach schön fein würfeln. Jetzt brauche ich wenig gesalzene Sojasauce. Die hat zwar diesen Sojageschmack, aber sie ist nicht ganz so kräftig. Also einfach jetzt hier mal rein. Dann gebe ich die Schalotten schon mal dazu und auch ein bisschen Ingwer. Und der kann ruhig diesmal richtig schön fein gewürfelt sein. Und der bringt echt noch mal so eine richtig schöne Schärfe. Und ich nehme jetzt anstatt Öl einfach so ein bisschen Kokosfett rein. Und dann habe ich diesen leichten Kokosgeschmack mit drin. Und weil gleich noch ein bisschen Säure reinkommt, mache ich als Gegenspieler ein bisschen Honig rein. Knoblauch. Chili. Einmal probieren, abchecken. So. Eigentlich cool. Jetzt noch die Zitrone und dann passt das. Ich check jetzt mal den Kürbis und dann geht's los. Und jetzt zum Mixen einfach alles zusammen mit dem Fett, Öl, alles was drin ist, Knoblauch, Chili, zum Abschmecken ein bisschen frischen Zitronensaft dazu und noch ein bisschen Honig dazu. Aber hier brauchen wir nicht ganz so viel. Einfach mit dem Mixer rein und richtig schön fein pürieren. Püree ist fertig, Vinaigrette ist fertig, jetzt nur noch Garnelen-Tempura. So, und ich habe vorhin ja schon gesagt, der Temperaturunterschied, der bringt den Teig zum Aufgehen. Und dafür habe ich jetzt ein paar Eiswürfel, die gehen jetzt so in den Teig mit rein, um den Teig noch richtig runterzukühlen. Und schneide die Garnelen einfach mal so ein, damit sie gleichmäßig garen. Und jetzt salzen, so ein bisschen das Salz gut verteilen. Und damit der Teig haftet, einfach mal in Mehl wenden und dann direkt durch den eiskalten Teig ziehen und dann ins heiße Fett. Also wichtig ist nicht zu lange frittieren. Nur so 2 Minuten maximal, 3 Minuten. Und dann kann man in der Zwischenzeit eigentlich schon anrichten. Jetzt einfach das Püree so auf den Teller legen, einen kleinen Streifen ziehen. Die Garnelen jetzt auf so einem Haushaltspapier abtropfen lassen. Das Gute ist jetzt, dieses Kokosfett ist hier eigentlich zu fest. Es braucht Temperatur, um flüssig zu werden. Und das passiert genau jetzt. Einfach warm drüber geben. Petersilie zur Deko. Ich finde sie mega aus. So, und jetzt kommt das Beste. Probieren. Mm. Mm. Super einfach, richtig lecker. Ganz schnell gemacht, das Rezept. Es ist echt geil crunchy. Also, wer das nicht nachmacht, selbst schuld. Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Viel Spaß damit.